Ja, liebe Leute, da sind wir wieder mit der nächsten Ausgabe von Reda redet. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus dem Ruhrpott, ein Original. Er ist Schauspieler, Musiker, Drehbuchautor, Autor überhaupt. Ich freue mich, dass er da ist, Willi Tomczyk. Original. Ja, es gibt keine Fälschung von dir. Original, original. Ja, original, naja, Mensch, gut. Willi, du bist im letzten Oktober 70 geworden. Gratulieren kann man nicht mehr, aber ist schon ein stolzes Alter. Ne? Wir vergessen das mal. Ja. Hast du gefeiert? Es geht auf die nächsten 70 Jahre zu. Hast du gefeiert? Nee, groß nicht mehr. Nein, ich mag Weihnachten nicht, ich mag Silvester nicht, ich mag Geburtstag nicht. Also früher war Geburtstag natürlich noch immer, weil wenn du jung bist, da ist das immer noch was Besonderes. Aber eigentlich, nee, es war schön, ich war alleine und dann kamen meine Ex-Frau und mein Sohn und ja, dann haben wir Kaffee, wie immer, Kaffee getrunken, viel mehr Tee, trinke. Und das war sehr angenehm dieses Jahr. Willi, ich habe deswegen original gesagt, weil du ein gebürtiger Ruhrpottler bist. Du kommst aus dem Pott, aus Wanne-Eickel. Aus Wanne-Eickel. Ja. 1953, also in die Wirtschaftswunderzeit, bist du reingeboren, ne? Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Wie hast du deine Zeit, deine Jugend, deine Kindheit und Jugend denn verbracht im Ruhrgebiet? So wie die jeder damals verbracht hat. Das Erste, das Wichtigste waren Freunde, ne? Ja. Und das war ja eine Zeit. Ja, ich sag mal, das war die glückliche Zeit. Ich teile die Zeit meines Lebens bisher auf in die glückliche und unglückliche Zeit. Die unglückliche Zeit, die haben wir jetzt so seit, eigentlich seit dem Start des Digitalen, sage ich ganz gänzlich. Mhm. So nenne ich das zumindest für mich. Die glückliche Zeit war bis 75, fand ich. Mhm. Ja, ich bin ja, ich war so in der Hippie-Ära dann, ne, da war ich in der Pubertät und das war schon eine sehr glückliche Zeit. Wirtschaftlich war das ja auch so, dass damals konntest du jeden Job kriegen. Also konntest du ja aussuchen oder auch nicht oder auch nichts machen. Ne? Ja, es war die Zeit, wo noch sehr viel möglich war. Ja, also wirtschaftlich, künstlerisch vor allen Dingen auch, ging es so richtig ab. Musikalisch ging es vor allem dem. Das war so, die Musik bildete sozusagen den Boden. Ne? Also, du hast aber offensichtlich andere Ziele gehabt, denn ich lese, du hast die Handelsschule besucht. Das klingt jetzt erstmal nicht nach Kunst, ne? Für mich war es gut, weil ich habe da Schreibmaschine gelernt, ne? Und ich bin ja sehr schnell Autor geworden, schon mit 19 mein erstes Stück mit 20 geschrieben und wurde dann Dramatiker und kam dann sozusagen, nannte mich dann und konnte mich Autor und Schriftsteller nennen. Und da half die Schreibung, obwohl ich auch heute noch mit der Hand schreibe erstmal. Die Handschrift ist einfach göttlich und dabei kann man auch mehr denken, man kann kritzeln, man kann, naja, Handschrift. Und heute brauchen wir ja nur noch den Finger, die 10 Finger brauchen wir nicht, deswegen brauchen wir nur noch hier den Zählfinger und den Zeigefinger und die schon weg. Das ist natürlich schade und daran leiden wir jetzt gewaltig. Keine Handwerker mehr da, ne? Das Handwerk ist tot. Aber die Hand ist das, die Hand denkt, wie Heidegger sagt. Ja, sie denkt. Mhm. Ja, und wenn der Finger nur noch zählt, dann ist vorbei. Aber du bist ja nicht des Schreibmaschinenschreibens wegen zur Handelsschule gegangen. Nein, es war so, dass ich auf der Schule nicht gut war. Wie viele, was heißt gut? Ich hatte keine Böcke da drauf, wie man heute so sagt. Da gab es wichtigere Sachen zu lernen. Ne? Mhm. Also die Musik, das haben wir uns das ja alles selber rausgepickt. Man musste uns nicht auf was stoßen, das war ja alles da. Das war ja schon Popkultur alles. Ne? Nein, ich bin dann auf die Handelsschule gegangen, weil ich einen Abschluss brauchte. Ich muss dazu sagen, ich bin erstmal von der Schule runter gewesen. Ja, ich bin dreimal sitzen geblieben auf der Realschule. Ich schäme mich auch dafür. Ach. Das ist nur für die Jungen, ne, die Zuschauer. Ich schäme mich, oh nein. Ich bin da runter und ja, war schon eine geile Zeit, die Schulzeit. Wie gesagt, wir haben eigentlich nichts gelernt, wir haben nur Blödsinn gemacht. Und das war auch sehr spaßig. Ja, und dann, mein Vater war Bergmann und der hat mich dann wirklich aufs Internat geschickt. Mhm. Er hatte auch Schwierigkeiten mit mir, was ich gut verstand. Ich war auch mal beim Jugendamt und waren wir dann bei so einem Psychologen, der am Schluss eigentlich dazu kam, dass eigentlich mein Vater da sitzen müsste, wo ich saß. Warst du ein Problemkind? Ich ein Problemkind. Nein, ich war ein Problem. Das ist viel schlimmer. Nein, ein Problemkind. Naja, da waren viele Problemkinder, die ich heute auch mal Freunde. Das war Problem über.
Problem hatten die Erwachsenen. Wir hatten da eigentlich keine Probleme, außer dass man, wenn man den Arsch vorgekriegt hat, und das war ja noch die Zeit, mein Vater, ne, Bergmann, der hat dann so eine Pranke und dann ging es ab. Ne? Also das musste man dann schon ertragen lernen. Was aber auch positiv war. Ich danke meinem Vater heute dafür, weil er mich ja dadurch angereizt hat, in meinem Leben sich zu wehren. Ich habe ihn nie geschlagen oder irgendwas getan. Ich habe ihn geliebt, meine Mutter auch. Meine Mutter ist sogar früh gestorben, da war ich 16 Jahre, das war schrecklich. Zu Hause auch noch. Also die Kindheit war ziemlich problematisch, sagen wir es so, Ministrant und gewesen. Und natürlich, und das, es ballerte überall. Und es war gut so. Es war Auseinandersetzung, es war Streit. Es war Liebe und Streit in dieser Zeit. Deswegen Love and Peace, die Hippies waren der Endpunkt für mich. Also der Punkt, der es auf die beiden Begriffe des Lebens brachte. Neben Friede und Liebe. Und so bin ich aufgewachsen, eben mit den Widersprüchen und mit den Auseinandersetzungen und mit dem Ganzen. Aber ich fand meine Kindheit eigentlich bis heute, zehre ich davon. Das kann man in dem Buch hier, das Werbung, Kalischewski lesen. Ja, da geht es um die Freundschaft von einem Jungen in einer Tschechensiedlung, die abgerissen werden soll in den 60er Jahren. Und der Alte, der sitzt da und sozusagen ja, sein Rentendasein fristet der bei dieser Familie, Mutter und Vater und ich sozusagen. Auf das Buch kommen wir gleich noch näher zu sprechen. Auf welcher Zeche war dein Vater denn? Ja, wie heiße ich? Tomzig? Nein. Willi? Nein. Wilhelm. Wilhelm. Was für eine Zeche war er wohl? Ja, mein Vater ist nichts Blöderes eingefallen, als mir den Namen der Zeche zu geben, Zeche Wilhelm von der Eike. Ja, wunderbar. Ich war da auch letztens und habe eine Idee gehabt, weil ich, wie gesagt, über mich eigentlich nicht so gerne rede. Ich rede zwar gerne und rede auch lange, aber ich habe eine Idee gehabt, die heißt Wilhelm, eine Reise. Wo ich eine Reise mache, ich habe unheimlich viele alte Fotos von früher in so einer Kiste und die durchblätter ich einmal und dann nehme ich ein Foto, Zeche Wilhelm, und dann fahre ich dahin. Dann stehe ich da und dann erzähle ich was über meinen Vater, Geschichten, meistens immer Geschichten. Nicht über mich nur, sondern Dinge, die passiert sind in der Zeit, über andere. Mhm. Also den anderen. Mein Vater ist ein anderer gewesen. Ich war nicht wie mein Vater. Ja, der andere ist ganz wichtig. Ohne den anderen kommen wir nicht weiter. Die meisten meiden den anderen, ob es Ausländer sind, ob es irgendwer an denen nicht passt. Die meisten Menschen wollen immer so sein, wie sie selber sind. Ne? Sie suchen sich immer. Das sieht man in den Beziehungen, ne? So muss der sein. Ne? Und denken, das ist das Richtige. Haut komischerweise nie richtig hin. Der andere aber wiederum ist der, der mich erregt, der den Eros schafft in der Beziehung. Ne? Willi, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal das Buch zur Hand. Sagst du den Zuschauern am besten gleich mal, wie es heißt und wo man es herkriegt? Ja, bei mir. Bestellen bei mir. Okay. Ja. Ist zwar in einem Verlag und der verkauft das auch ab und zu mal, aber ich nehme es gerne mit, ich mache gerne Lesungen und macht mir auch Spaß. Und da sind schöne Geschichten drin, was sind das für Geschichten? Ja, schön, ob die schön sind, ist noch eine andere Frage, aber es gibt schöne und nicht schöne Geschichten, also wenn man das mal nach der Kategorie, es sind aber spannende Geschichten, sehr spannende Geschichten und die viel erzählen, nicht nur über mich in erster Linie, das ist nur am Rande so, dass ich das bin, der Junge, das bin ich aber nicht so. Ne? Aber er ist ein Teil von mir. Und der Kalli, der alte Mann, also der alte Bergmann, den die Familie aufgenommen hat, war früher noch so möglich, ne? Nicht im Altersheim, wie wir hier sind, ne? Sondern man ging manchmal zu einer Familie, die Mutter bekam die Rente von dem alten Bergmann und dann sorgte die für den. Ja, und der wohnte dann wie der Opa mit in dem Haus, ja? Wenn sie also so wie da in der Zechensiedlung waren oder in der Wohnung. Ne? Das kann man ja heute vergessen. Gibt es gar nicht mehr. Ach, vergiss es. Gibt so viel nicht mehr. Und deswegen meine ich glücklich, unglücklich Zeiten. Das muss man nicht so ernst nennen. Ist auch nicht moralisch gemeint. Ich fühle mich ja auch heute wohl, genauso unwohl und wohl, wie ich in meinem Leben mich fühle. Aber die Zeiten, das heißt ja, die Menschen sind anders. Die Bedingungen sind anders. Und hier in dem Buch, das ist auch nicht nostalgisch. Es geht darum, dass es einem über eine Zeit erzählt, wo jeder irgendwie anders war und man sich an den stoßen konnte. Ne? Mhm. Und da gucke ich mal gerade, weil du sagst, ich soll mal eine kleine Geschichte lesen. Ja. Ja, dieser Kalli, er erzählt über den Kalli nahe, dann erzählt Kalli Geschichten und die vermischen sich, diese beiden Geschichten von Kalli und ihm. Ich muss dazu sagen, vielleicht vorneweg, was ganz wichtig ist,
Ich habe eine Widmung da reingeschrieben, und zwar für meinen besten Freund, der verstorben ist, den ich seit meinem 16. Lebensjahr kennengelernt habe, auf einer Knutschfete, ja, von der Nachbarin. Die hat eine Kneipe, und die Tante, der lebte mit seiner Tante zusammen, Klaus hieß der. Ja, Klaus Riechmann. Und den habe ich mit 16 kennengelernt, weil ich da nichts zu knutschen hatte. Und da sagte die, hör mal, geh mal nach vorne. Nein, in der Küche, da sitzt der Klaus, der ist prima. Ja, geh mal da hin, ne? Hast keine Langeweile. Wir klutschen mal hier alleine weiter. Und dann bin ich nach da vorne, in den Altbau, war irre. Und angeklopft, und dann mach auf, und dann steht da einer, Spastiker, so die Beine so. Ja, so saß der auch immer. Riesenhände, ein Gesicht wie Rudi Dutschke, ja. Sah aus wie so ein Student aus Berlin, ja. Gerade von der Demo zurückgekommen, machte sich einen Tee. Naja, und dann sagt er, sitzt er mir, und dann setzt sich mir hin. Und da bin ich dann, ja, bis zu seinem Tod habe ich ihm gegenüber gesessen. Erst in einen, er saß immer am Tisch, nachher saßen wir in so seinem kleinen Zimmer, da war er dann im Sessel, sonst war er immer auf so einem Drehhocker, also so einem Drehstuhl, und schrieb oder malte. Er malte kleine Bilder, Köpfe, meist sich selbst, immer anders. Und da war ich so fasziniert, das war wie so eine Erscheinung, als wenn mir, weil der so viel wusste, der wusste so viel zu erzählen. Aber der war nie überheblich, der war auch nie lehrermäßig drauf. Ne? Ja, und so mit den Jahren habe ich mich so daran gewöhnt, über Philosophen zu reden mit ihm, die ich kennenlernte durch ihn, über Künstler, über Maler. Der kannte auch alle Maler, die Legenden, das war alles so spannend. Es war wirklich richtig spannend bei ihm. Ich bin manchmal, auch wenn eine Freundin ein Date hat, da bin ich lieber zu ihm gegangen, war mir lieber. Ja, der mit einem Pulle Bier und geraucht hat, also kein Bier, nur Tee getrunken. Ja, es war wirklich. Kann man sagen, der Mann hat dich sozialisiert, also zur Kunst geführt? Ja, nein, der hat mich auch erzogen. Der hat mich auch erzogen. Mein Vater hat mich eher verzogen. Auch natürlich durch die Schläge, das ist ja nun nicht sehr. Obwohl, da muss man trennen. Vater ist Vater, Mutter ist Mutter. Und ein Freund ist ein Freund. Und die Freundschaft ist das Höchste, was es gibt. Mit der Liebe, weil die Liebe gehört zur Freundschaft. Ja, und dann war ich dann eben mein ganzes Leben bei ihm. Ja, dann war ich in Berlin, und dann hat man sich länger und so. Aber immer wenn ich da war, war ich bei ihm am Abend. Meistens abends oder nachmittags. Wir haben Schach gespielt, wir haben Skat gespielt. Ein Freund noch, Schüler von ein Kollege von ihm aus der Schule. Ja, aber es war einfach eine schöne Zeit. Es war mit allem rum eine schöne Zeit, die eigentlich nur in so einer kleinen Küche stattfand. Und letzten Endes ist das Buch ein Teil davon. Das Buch ist ein Teil davon, das habe ich ihm auch gewidmet, weil man muss dazu sagen, dass der Klaus, ich bin ja dann auch Maler geworden, ich habe angefangen zu malen, zu schreiben, dass der Klaus immer im Grunde mein Lektor war. Auch wenn ich ein Bild gemalt war, dann habe ich das mitgebracht, hingestellt, und dann haben wir die ganze Nacht drüber geredet. Und er hatte eine wunderbare Art, die ich ja nicht so habe, weil ich sage immer, mach das doch mal da weg. Nee, das Rot, das ist doch, passt doch nicht. Der sagte immer, meinst du nicht, dass das Rot da oben rechts, dass du das mal ein bisschen weniger machen solltest? So ein bisschen nur, da kannst du stehen lassen, ein bisschen. So, immer, meinst du nicht? Also er hat immer so indirekt, er hat nie gesagt, mach doch mal das Rot weg oder so. Ne? Quasi hat dir die Entscheidung überlassen. Ja, er war wie Sokrates. Also das war so, dass er Fragen stellte. Ne? Also, ja, und dann habe ich diese Widmung hier reingeschrieben, weil der war sowas von uneitel. Ich habe nie geschafft, einmal haben wir eine Ausstellung zusammen gemacht in der VHS um die Ecke, da wo er wohnt, in Wanne-Eickel. Und ja, ansonsten hat er nur eine Gesamtausstellung gemacht, und die habe ich nach seinem Tod ein paar Jahre danach hingekriegt, so eben noch hingekriegt, trotz Stigmatisierung, aber auch nicht einfach. Die Klaus Riechmann hier, ne? 1940, 2010, ja, und da sieht man ihn hier, und da hat er ganz früh schon seine Zähne sich ziehen lassen und ein Gebiss gehabt, ja, und c'est moi. Und darin habe ich einen schönen, ich würde anfangen damit, das zu lesen, eine Widmung ihm geschrieben, eine Ode an die Freundschaft. Okay. So heißt ja auch der Buch, Ode an die Freundschaft, und mein Klaus. Und darin habe ich ja auch in dem Buch steht vorne die Widmung für meinen besten Freund, dem es sicher recht ist, dass ich seinen Namen nicht erwähne, ohne den dieses Buch nicht so geschrieben, so wie mein Leben ohne ihn ein anderes wäre. Ein Gedicht, ich habe es einfach so runtergeschrieben, dann habe ich gedacht, das ist ja ein Gedicht, das ist ein poetischer Text. Naja, gut.
Diese Widmung schrieb ich 2009 in meinem Roman Die Nacht des Huhns Klaus Richmann zu. 36 Jahre währte da schon unsere Freundschaft und mit dieser Widmung verbeugte ich mich vor seiner Selbstlosigkeit und dankte ihm für seine Kunst und Herzensbildung. Ob Malerei, Literatur, Musik und auch das Leben an sich, Klaus wusste über alles was zu sagen und er hatte was zu sagen, doch mit Respekt und einer Bescheidenheit, die mich Demut lehrte. Dazu kam noch sein gnadenloses Hinterfragen. Ob es die Kunst oder das Leben anlangte, was mich besonders faszinierte. So lernte ich durch ihn den Zweifel lieben und die eitle Selbstzufriedenheit meiden. Würde mir Klaus jetzt über die Schultern schauen, würde er abwinken und sagen, so jetzt ist er aber genug der Lobhudelei. Das konnte Klaus nie ertragen. Also erinnere ich mich jetzt mal, wie alles anfing. Ich war ein 17-jähriger Bengel Ende der 60er Jahre, als ich Klaus kennenlernte. Er war doppelt so alt, gehbehindert und seine Zähne in einem desolaten Zustand. Alles in allem sah er aus wie einer der linken Studenten in Berlin, die Revolution spielten. Mein Vater hätte ihn Gammler geschimpft. So wie ich ihn bei der ersten Begegnung in seiner Küche erlebte, erlebte ich ihn 40 Jahre lang. Er saß mir gegenüber an seinem kleinen Küchentisch auf einem Holzstuhl, später ein Drehstuhl und die letzten Jahre in einem Rollstuhl. Ich wechselte nur von Stuhl in einen Sessel und ich war immer nur bei ihm. Später dann fuhren wir zusammen in mein Atelier zum Malen. So sah er damals aus, so hat er sich selber auch so ein Pulli und Zigaretten. Ich kann die Kamera zeigen. Ja, ja. Hier. Kamera. Okay. Ja, raus ging er kaum. Anfangs lebte Klaus mit seiner Tante in einer Altbauwohnung auf der Mozartstraße. Seine Tante war Lehrerin, ohne Anhang. Als sie nach ihrer Pensionierung eine Zwei-Zimmer-Wohnung in ihrer Nähe nahm sich Klaus eine Zwei-Zimmer-Wohnung in ihrer Nähe auf der Dürerstraße. Bis zu ihrem Tode kümmerte er sich rührend um sie. Und das ist eine, aber das ist eine eigene Geschichte. Zurück zu Mozart und Dürerstraße. Musik und Malergenie, das passte zu Klaus. Da fehlte dann nur noch die Schopenhauergasse. Nach seinem abgebrochenen Studium in Münster, Englisch und Kunstgeschichte, führte er ein Leben wie ein Eremit in seiner Küchenkemenate. Er las Bücher über Bücher, machte sich Gedanken über Kunst und Philosophie, schrieb Essays und malte Bilder. Und was für Bilder? Jedes Bild war anders. Diese Vielfältigkeit in seinem malerischen Werk war es wohl, die mich auch zum Malen brachte. Und so malten wir beide drauf los. Er am Küchentisch mit stoischer Ruhe und ich an der Staffelei wie ein Intensitätsteufel. So hatte mich Klaus mal beschrieben. Ich könnte jetzt seitenweise so fortfahren, denn mit jeder Zeile holt mich die Erinnerung ein. So viele Erinnerungen an die zahllosen Nächte, die nicht enden sollten, an die Gespräche über Kunst und Künstler, über Hegel, Marx, Strukturalismus, Politik, Fußball nicht vergessen. Und auch über das Ende der Kunst, über ihren Sinn und Unsinn und über Gott und die Welt. Und dann doch immer wieder der Versuch, die Schönheit in Wort und Bild zu fassen. Anfangs kam ich mir wie ein Zauberlehrling vor. Wenn ich so überlege, was Kunst für uns beide war, dann fällt mir nur ein passendes Wort ein. Abenteuer. Ja, Kunst war für uns beide Abenteuer. Und jedes Abenteuer ist einzig und kann nur Abenteuer sein, wenn es nicht schon mal erlebt wurde. Einzigartig. So wie Klaus. In unserer Kunstwelt fühlten wir uns wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Seit Klaus vor 8 Jahren starb, fehlt er mir jeden Tag. Mein Klaus. Schön. Ja, früher, dann haben die Leute immer gesagt, also Freunde, na, gehst du wieder zu deinem Klaus? Ja, sag ich, geh zu meinem Klaus. Aber ich glaube, mit diesen wenigen Worten hast du ja deine Kindheit und Jugend bestens beschrieben. Eigentlich ja. Naja, braucht man gar nicht für eine Bewerbung, oder? Nein. Ohne seinen Freund zu vergessen. Bitte? Ohne den Freund zu vergessen. Naja, der beste Freund. Ne? Also er war, ist halt ja noch immer. Ich rede immer noch mit ihm. Ne?
Das ist immer da, wenn ich was schreibe oder wenn ich Schwierigkeiten habe, sage, was würde Klaus jetzt dazu sagen? Das ist klar. Ja. Ne? Und der hatte wirklich, das war immer so stimmig. Mein Sohn hat ihn zum Glück auch noch, ist ja auch, mein Sohn ist 28 und studiert noch Malerei in der Akademie in Düsseldorf. Ne? Mhm. Das ist in 2 Jahren fertig, hoffe ich. Jetzt sind wir ganz weg von dem Buch gekommen. Hast du denn eine Geschichte gefunden, die du daraus noch vorlesen möchtest? Ja, kann man eigentlich jede nehmen, weil es gibt natürlich kleine und etwas längere, ja, aber mal so eine Kalli-Geschichte, ja, weil er ihn immer mit Kalli anspricht, gerne. Der Junge hat hier keinen Namen, der sagt nur immer mein Junge zu ihm, mein Junge, ich habe mir das nochmal überlegt, das ist so eine gängige Redeart von dem Kalli, ich habe mir das nochmal überlegt, ja, du solltest das oder wir sind, ne, also, ja, da gibt es eine schöne, also ich liebe, andere erzählen mir auch, ich will ja auch immer Kritik hören, ja, wirklich, dass einer sagt, musst du wissen, wir haben da 2 Jahre, 3 Jahre, sind 160 Seiten gearbeitet, ne, und jeden Tag habe ich eine Geschichte geschrieben fast und dann bin ich hin und habe es dem Klaus vorgelegt und dann ging es los, die ganze Nacht. Und er war ein begnadeter Streicher, das heißt, der konnte mit einem Strich den ganzen Text zum Beben bringen, ja, also das weg und dann gehst du hier weiter und ich sage, Wahnsinn, genau auf den Punkt. Also die Laverei hat er mir da genommen, also jedem, der schreibt, das kennt hat. Ja. Mhm. Nein, er war wirklich schön. Ich hatte vorher auch einen Lektor beim Verlag der Autoren damals, ja, ich schrieb ja Stücke, die kamen auch raus und gespielt und da hatte ich auch einen ganz guten Lektor, den hatte er auch mal, den hatte ich auch mal zum Klaus geschleppt, ja, der, und der war sehr, sehr Fan von dem. Der sagte, du hattest damals mal einen guten Lektor, du bräuchtest mal einen guten Lektor. Ich hab doch dich. Ja, ja, nehmen wir mal diese, die ist zwar ein bisschen traurig, es gibt auch sehr lustige Geschichten, es gibt Kriegsgeschichten, ganz schlimme Kriegsgeschichten. Der Kalli hat einen Punkt in seinem Leben, das ist ein schwarzer Punkt, eine Kriegsgeschichte, ist ganz schlimm. Und daran knackt er am Schluss seines Lebens, erzählt er dem Jungen die Geschichte. Die sieht er immer an der Tapete. Das ist alles sehr mystisch auch manchmal, wie das Leben dann ist, wenn man natürlich so einen Menschen um sich hat und man selber dazu anspricht. Die meisten Menschen schauen ja nur Fernsehen. Mythen sind für die Avengers und den ganzen Scheiß. Ja. Das Leben ist so voller Mystik und keiner begreift sie und keiner hat die Ruhe, ja, das mal zu sehen. Aber das sind alles jetzt Nebenschauplätze. Ja. Schmierowski ist auch gut. Da sind natürlich Typen drin aus dem Ruhrgebiet, ne? So ein Alt-Nazi, ne? Wo der kann den zusammenstaucht, wenn du normal meinen Jungs den Soldatenzeitung vorlegst, ja? Dann hau ich den in die Fresse. Ja, der konnte sehr rabiat auch während der Kalli hier. Ne? Und irgendwann merkte das eigentlich erst während des Schreibens. Ich hatte nur die Idee für den Roman, dass ein alter Bergmann im Sterben ist und er erzählt seine Geschichte. Das war so die Grundgeschichte. Und dann schrieb ich dann und schrieb. Und dann merkte ich auf einmal, dass dieser Kalli Klaus ist, nicht nur umsonst. Und das war irre. Ich merke das auf einmal. Ich habe weitergeschrieben und immer nur an dieser Figur. Aber dann vermischte sich das irgendwann. Ne? Also Klaus war nie im Krieg, Klaus hat nie einen Menschen getötet oder sowas. Ja, das ist aber eher dieser alte Kalli damals in den 60er Jahren. Ne? Der hat natürlich den Krieg erlebt und spielt eine wichtige Rolle hier auch. Dann ist es schrecklich. Profitlich ist da drin. Ich weiß nicht, ob du Van Eyck noch Profitlich kanntest. Das war ein, das Profitlich war eine Konditorei, ein Café, schrecklichste Café der Welt. Ja. Aber der Profitlich war so ein Typ. Der Sander, ein ganz berühmter Fotograf, Deutscher, hat den auch mal mit seiner Frau, mit seiner Schwester fotografiert. Gibt es ein tolles Foto von ihm. Mhm. Da ist er ist so ein Bulle und sein kleiner Schatzi hat da nur ein Auge. Ja, das ist wunderbar. Die beiden, die Schwester und der Profitlich, der erzählte Geschichte. Ich habe dann Leute auch wie Heiner Müller. Ich habe eine Freundschaft mit Heiner Müller gehabt, lange Zeit als Autor und so. Und der war in Bochum und dann habe ich ihm gesagt, ich zeig dir mal einen ganz tollen Mann. Den Profitlich und der Name allein. Ja, gab's aber keinen Kuchen, nimm dir nur eine Cola, keinen Kaffee trinken, schrecklich. Den haben sie auch dann später mal verboten, der durfte nicht mal, weil das so sauig da war. Ja, der hat auch irre Geschichten erzählt über die Nazis, wie die im Hinterzimmer gefoltert haben. Also es war abenteuerlich. Mhm. Van Eyck war sowieso abenteuerlich, davon mal ganz abgesehen. Jetzt such mal. Ja, immer mit der Ruhe, immer Zeit, immer
Für eine Hetze hier. Ja, die ist eigentlich ganz schön, die Geschichte. Und die zeigt, wie der Kalli auf den Jungen wirkt und wie kreativ Kalli auch ist, wie Klaus. Also im Reden oder im Schimpfen. Ich spreche den Kalli immer so ein bisschen so wie ein alten Mann. Ne? Mhm. Wie wär's mit einer Reise um die Welt, mein Junge? Reisebereit setzten wir uns vor das Radio und ab ging die Post. Kallis Radio, das er Reisekiste nannte, war ein regelrechtes Monstrum. Ein alter dunkelbrauner Holzkasten, in dem ich immer ein viereckiges Gesicht sah. Es dauerte etwas, bis die Röhren heiß waren und seine Reisekiste einen Ton von sich gab. Dann aber legte Kalli los auf der Tastatur und an den Drehknöpfen wie der Ölige auf seiner Orgel. Kalli zog das Kurzwellenregister und die Ohrenreise begann. Ja, wir waren ganz Ohr unterwegs, hörten Musik und Gequassel in Sprachen, die wir nicht benennen konnten. Manchmal lauschten wir sonderbaren Geräuschen. Da brummte es, dass der von Motten zerfressene Stoff vor dem Lautsprecher nur so bebte. Oder es knatterte wie ein Maschinengewehr und im nächsten Moment piepste es unerträglich hoch, dass man sich die Ohren zuhalten musste. Und Kalli drehte am Knopf, bis die Kurzwelle nichts mehr hergab. Dann schaltete er um auf Mittelwelle. Und weiter ging die Reise, so von Welle zu Welle, bis wir eine Pause einlegten. Willst du mal das Steuer übernehmen, mein Junge? Natürlich wollte ich und nahm die nächste Welle. Wir hörten die Welt, aber die Welt hörte uns nicht. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Ne? Toll. Die Zeit, auch die, ich hatte mal einen Onkel, der hatte so eine Reisekiste, ja, ging mein Vater immer besuchen. So ein Röhrenradio. So ein Röhrending. Und der saß immer vor dem Ding. Wenn wir schon reinkamen, dann saß der, als wenn er schlecht hören würde, vor diesem Monstrum. Ja, und das fand ich immer sehr faszinierend. Also dann sind alle Sachen auch reingekommen aus der Zeit, 50er, 60er Jahre. Ne? Ich wollte gerade sagen, das weiß ja heute fast keiner mehr, dass solche Röhrenradios früher der Fernseher der damaligen Zeit waren. Ja, natürlich, ja. Aber das Hören, das war ja eine einseitige Sache. Also in der Kommunikation, dann kam das Fernsehen, das war auch einseitig und bis heute. Ne? Und dann kam das Schlimmste, das Internet. Mhm. Das jeder Röhre hatte und jeder, ne, sich sehen konnte und andere sehen konnte in Echtzeit. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber unter diesem Hintergrund, mit diesem Hintergrund entsteht ja auch in dir dein Denken. Mhm. Und du nimmst neue Dinge ganz anders auf, aber viel kritischer. Ich war ja immer kritisch, Klaus auch. Ja, denn die Kritik ist das Wichtigste. Die meisten sind ja nur Ja-Sager. Ja, finden sie alles toll. Eine KI, super. Mhm. Kennt keiner, aber super. Alles, was neu ist, super. Ja, sicher. Es wird wenig hinterfragt, das stimmt. Nein, nicht wenig, es wird überhaupt nicht. Und wenn hinterfragt, ist es meist opportunistisch. Arschkriecherei. Mhm. Ja? Also diese Geilheit auf Fortschritt, ne? Wobei die Menschen Fortschritt ja überhaupt noch nicht mal das Wort begreifen. Fortschritt heißt ja, es wird ja nicht mit V geschrieben. In dem Stück sage ich, das schreibt sich nicht mit V wie Vögel, mhm, ne? Sondern mit F. Na egal. So, also dieser Fortschritt, den nimmt man ja gar nicht, der Fortschritt fordert eine Kritik. Der Fortschritt ist ein erst wirklicher Fortschritt mit V, wenn die Kritik einsetzt, aber die wird weggenommen. Mhm. Aber wie willst du auch kritisieren, wenn du nichts in der Birne hast, wenn du keine Erfahrung hast, wenn deine Finger Arthrose haben und du nur mit einem Finger lebst, ja? Wie willst du dann kritisieren? Denn zur Kritik gehörten auch immer eigene Gedanken und eigene Meinungen. Mhm. Ich gehe nur von den Meinungen aus, nicht vom Wissen. Ja, das ist alles weg. Aber egal, ne? Das war die Geschichte von dieser Reisekiste. Wunderbar. Ja. Nach deiner Jugend und Kindheit ging es dann in die Schauspielerei. Ja, aber auch nur, weil ich zur Bundeswehr sollte. Aber ich war der jüngste Erzieher Deutschlands mit 17, muss ich dazu kurz erzählen. Ich war in Hamm, in so einem Heim, also einem Kinderheim, mhm, ja, auch mit Nachtwache. Und ich war da gerade mal 18, glaube ich, noch nicht mal 17. Der Älteste, der war 16, ich musste Nachtwache machen, kannst du dir vorstellen. Das waren alles harte Jungs. Mhm. Ne, in Jungheim, ne, die waren also Bettnässer etc. Ne. Die hatten Gehirn, die ganz komisch, ne, die hatten mir alles erzählt, was die alles hatten. Ne. Die waren angeschlossen an die Hamm-Psychiatrie, Jugendpsychiatrie. Mhm. Ja, und wir wohnten im Wald mit denen. Daneben gab es eine Gruppe, die ich nie vergessen werde. Und zwar gab es in dem Heimkomplex eine Extragruppe von Kindern, die keine Arme, keine Beine, blind und taub waren. Mhm. Zugleich. Mhm. Kannst du die Rumpfmenschen sozusagen.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn die an meinen, ich wohnte da ja auch, an dem Fenster vorbei wanderten, dann war das wie eine Prozession von Körpern, die getragen wurden, gefahren wurden, ja. Das war irre. Und ich hatte eine unheimliche Angst vor denen. Will ich nie vergessen. Es war so unheimlich. Mhm. Ja? Boah. Und ich wagte mich auch nicht auf die Station. Die war direkt neben mir sozusagen, also wo die Wohneinheiten waren für die Erzieher. Dann habe ich mir einen Schubs gegeben, dann traf ich einen Erzieher, sprach mit dem auf dem Feld da und so. Und dann lud er mich ein. Ja, komm mal vorbei. Dann sagte ich, oh, ich kann das so unheimlich, ich kann das nicht aushalten. Da komm einfach vorbei. Und dann bin ich einen Tag da hingegangen. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Dann machte der die Tür auf, klingelte und ich ging hoch, Tür ging auf und dann kam der Zieher raus, auf den Arm so ein Kind. Und da brach ich in Tränen aus. Ich konnte, auch wenn ich jetzt noch dran denke, muss ich heulen. Und das war so, es war so überwältigend. Dann kam ich auf so eine Station, da waren die, die lagen am Boden meistens, ja, krochen rum. Die waren jetzt nicht alle blind oder da, aber manche hatte gar nichts mehr. Mhm. Es war wie ein Gang in die Hölle und dann wurde es der Himmel. Das war das Tolle. Ich fing an, mit denen zu spielen oder die zu berühren, ja. Die konnten ja nur über... Ja, ja, ne? Tasten. Haptisches, dass sie selber nicht, aber sie konnten das spüren. Ne? Oder einer, der sah dann ein bisschen oder eine hörte auch und dann waren die auch noch so laute. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann mich nur noch erinnern, als wenn ich in die Hölle kam. Mhm. Und dann wurde es der Himmel. Und ich wurde immer, also auf einmal wandelte sich meine Tränen in Freude. Mhm. In wahre Freude. Weil du spürtest da Wellen in dem Raum. Das habe ich noch nie erlebt. Das waren von diesen Menschen, von diesen Kindern, ja. Mhm. Das war, die, als wenn die was ausstrahlten. Wie eine Wonne, so eine Wärme, so eine Dankbarkeit. Oder ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde es dann ganz normal für mich. Und ich bin ganz beglückt auf mein Zimmer gegangen und habe geschrieben dazu. Ich glaube, ich habe auch so ein Gedicht dazu geschrieben damals schon. Und das war eines der tollsten Erlebnisse in meinem Leben. Hat dich diese Erfahrung irgendwohin abbiegen lassen, also den Weg gabeln lassen, oder was hat das mit dir gemacht? Ich habe einfach eine Erfahrung gemacht, mehr nicht. Gabeln, nein. Ja, es gibt natürlich Begegnungen, die einen mitnehmen. Die hat mich auch mitgenommen bis heute. Das wollte ich doch fragen. Ja, natürlich, aber wohin? Zum Menschsein, mehr nicht. Ich glaube, es war die Begegnung der Menschen. Ich sage ja immer, Menschsein ist Quatsch. Mhm. Wenn der Manger sagt, dann kennt man den schon, ne? Aber Hauptsache Mensch bleiben. Ja? Und dann sage ich dazu, ich habe ihn das, glaube ich, damals schon gesagt, ich sage, nein, erstmal müssen wir Menschen werden. Wir sind keine Menschen. Wenn ich mir umgucke, sind wir keine Menschen. Vergiss es. Mhm. Aber die Menschwerdung ist das Wichtigste. Das heißt ja auch Menschwerdung. Ne? Also ich bin so wie Klaus einer, der, oder auch Herr Heidegger, ich nehme die Worte ernst. Fortschritt heißt ja fortschreiten. Mhm. Da steht Schritt drin, da könnte ich schon kotzen, militärisch. Und fort heißt von etwas fortgehen. Aber Fortschritt wird doch immer gesagt, jetzt geht's los mit der KI. Das ist der Fortschritt des Jahrtausends. Ja? Nein, aber wovon gehen wir fort? Und jetzt käme die Kritik, die Abwägung. Brauchen wir sowas? Ja? Müssen wir Tiere essen? Müssen wir Kriege führen? Aber das stellt ja keiner mehr die Frage. Ja klar, jeder sagt, wir wollen Frieden. Ja, aber hier oben ist nur Gehacktes drin. Ja. Jetzt sind wir völlig von abgekommen. War das jetzt egal. Zivildienst oder bitte? War das eine Art Zivildienst, den du da gemacht hast? Nee, ich wurde gut bezahlt sogar. Ich bin deswegen, glaube ich, wollte ich auch nicht verweigern, weil ich da schon dann war. Vielmehr, ach so, wegen der Schauspielschule. Ja, ja. Ich bin dann später mit 19 haben sie mich gerufen, ne, an die Waffe. Ja. Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Ne? Aber ich hatte auch keine Lust zu verweigern da mit den christlichen Lügen. Mhm. Ja? Mit der Bergpredigt und dem ganzen Scheiß. Und dann außerdem, ich hatte keine Lust auf mit Männern zu duschen und so, was das soll, die nicht meine Freunde waren. Ja, also auf jeden Fall bin ich dann zu Schauspiel. Hat einer gesagt, hör mal, geh doch zur Schauspielschule. Melde dich an der Schauspielschule. Wenn du da ankommst, ne, müssen dich zurückstellen.
Kannst ja nicht sagen, wenn sie sich nehmen, dass ja, ne, tut mir leid, ich muss zur Bundeswehr. Ne? Ja, danach kannst du nicht vergessen, dann musst du nochmal die Prüfung machen. Und so. Mhm. Nein, und ja, da war ich dann in Essen, habe eine Prüfung gemacht. Ja, das war sehr lustig. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Theater. Ich hatte mal einmal in dem Internat in Münster, wo ich war, so ein kleines bepisstes Internat, ja, vom Funnemann. Ja, das ist also, da gibt es tausend Geschichten, so will ich gar nicht erst erzählen. Jedenfalls, da waren wir mal im Theater und da habe ich den Kaukasische Kreidekreis gesehen. Ganz toll, oben, ganz oben saß ich, Münster Theater, ist ganz hoch, es geht so ein bisschen, ja, und ich saß ganz oben, ich hatte immer Angst, ich falle da auf den Platz, wo das Kind war und die beiden Mütter um das Kind gerungen haben. Ja, und das fand ich schon toll, aber ansonsten hatte ich nichts mit Theater zu tun, nur Musik und so, ne? Und Kichern lesen und so und Bücher und alles und Klaus, aber und Kunst, aber naja, und dann bin ich dahin und dann habe ich da so ein paar Texte genommen und dann haben die sich kaputt gelacht über mich. Ne? Ich habe da richtig Schnauze gehabt, ne? Also Ruhrgebiet. So wie heute. Ja, rede ich richtig gut. Ja, schon, ja. Oh komm, ich habe gerade, wenn ich lese, ist das doch kein Ruhrgebiet. Nee, dann nicht, aber wenn wir uns unterhalten, dann merkst du schon, wo du herkommst. Da stehe ich auch drauf, das ist mein Beruf. Hm? Ich kann auch Hochdeutsch erzählen, aber um Gottes Willen. Natürlich reden wir jetzt, wie ich rede, aber das ist doch so richtig Ruhrgebiet, ist das doch nicht. Einfach manchmal Scheiße sagt oder... Nein, aber nochmal zurück zu dem Schauspiel, Folkwang. Und da war so ein ganz dicker Wiener, der gefiel mir gut, das war der Direktor. Und da musstest du rein danach und der saß da, dann lief ihm der Kaffee hier so runter. Nee, das war herrlich, ich saß da wie bepisst über den. Sagte auch, hoffentlich komme ich hier an die Schule an. Ja, dachte Herr Tonczek, das gibt nichts. Nee, ich meine, warum haben sie eigentlich eine Frauenrolle gespielt? Da hatte ich doch die Lysistrata gespielt. Ich dachte, das wäre ein Mann, ja. Und haben die sich kaputt gelacht, ne? Ne? Und Lysistrata ist bis heute mein Lieblingsschüler. Kennst du Lysistrata? Nein, okay. Ja, ihr kennt ja nichts, ne? Ihr habt hier nur Geräte und filmt drauf los. Ja, Lysistrata ist die Geschichte. Das ist die Antikriegsgeschichte. Mhm. Lysistrata ist die Legende, die Geschichte, ein griechisches Stück. Und damals, und da geht es darum, dass die Frauen in den Krieg ziehen, glaubt nach Troja, und die Frauen bleiben zu Hause. Und dann wollen sich die Frauen nicht gefallen lassen. Die Frauen sagen, hey, die kommen dann auch nicht wieder, sind tot, wir haben da nichts von. Ja, nur schreien und tot und die Kinder alleine. Wir machen das. Und dann kam Lysistrata, hat gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wir sagen unseren Männern, wenn ihr in den Krieg zieht, ne, dann braucht ihr gar nicht wiederzukommen. Ja, dann trennen wir uns von euch. Dann leben wir nur noch mit Frauen. Mhm. Also leckt uns am Arsch. Ihr geht nicht in den Krieg. Wir wollen das nicht. Ja, dann konnten sich die Männer unterhalten. Liebe oder Krieg, ja. Ja. Nein, das ist ein tolles Stück. Das ist ein Pamphlet für den Frieden und ja, gegen den Krieg. Eines der großen, großen griechischen Dramen für mich. Und die habe ich vorgestellt, die. Ja gut, dann hat er mir nie gesagt, da werden Sie doch Ententrainer. So auf Wienerisch. Ein Entertainer, meinte er natürlich. Ne? Ja, seitdem hat er ja nie Unrecht gehabt. Ich bin ja auch Entertainer geworden. Ne? Und so. Ja, so eine Rampensau, sag ich mal manchmal. Aber wie gesagt, dann bin ich von der Folkwang-Schule, die sind ja jetzt zusammen zur Bochumer Schauspielschule. Ich wollte gerade sagen, das war und ja. Und da habe ich mich vorbereitet. Da bin ich in den Laden gegangen und habe gesagt: Hören Sie mal, ist das denn jetzt eine Männerrolle? Ne, das hier, der Kreon, das ist der König. Und der Theresias. Ja, genau. Und da habe ich zwei Rollen gespielt und eine Pantomime hatte ich in Hier und Heute gesehen. Da war so eine freie Gruppe auf der Straße, die spielten pantomimisch, ohne Worte, einfach mit dem Körper, so damals pantomimisch ein Stück, wo einer in die Gruppe rein wollte und die haben den angefangen zu schubsen, bis sie ihn am Tod geschlagen haben am Ende. Also so ein kleines Menschendrama. Ja? Und wie sie das Körper, fand ich toll. Habe ihn nach alleine gespielt. Ja? Ich habe den sie totgeschlagen haben und der totschlägt. Und da war der ganz begeistert, der Pantomime-Lehrer. Ne? Mhm. Ich sage nochmal, egal. Der hat mich sofort auf den Popo geklatscht. Alles klar, ja? Als wir dann da rausgingen. Ja, dann war ich auf der Schauspielschule Bochum. Und aber auch nur anderthalb Jahre, weil ich... war immer ein unsteter Geist. Und dann, das Beste war daran, oder das Verrückteste war, ich wohnte in Wanne-Eickel bei meinem Freund in der Mansarde. Die Mama nebenan brachte uns immer das Essen. Also so richtig Ruhrgebiet in Bickern. Ne? Mhm. Und da kam ein Telegramm, ich habe noch nie ein Telegramm gekriegt, vom Schauspielhaus Buch, weil
der, bis heute ist es nicht mehr so, aber damals war es so, dass der Intendant immer der Oberherr der Schauspielschule war, sozusagen, der auch mit manchmal zuguckte und aussuchte. Und der hatte seinen Dramaturg drin, auch ein bekannter Mann, auch den Namen kommt ein bisschen nach, der hat mich gesehen und fand mich ganz toll. Und Zadek war damals. Ich wollte gerade sagen, das war der beim Stauspiel. Und der Zadek, der nahm ja jeden, der ein bisschen bekloppt war. Und da hat er wieder einen Bekloppten gefunden. Und dann hat er mich eingeladen per Telegramm, das Theater, und er wollte mich kennen, das Theater, klar, das ganze Tag. Doofkopf. Naja, jedenfalls kam ich zu ihm und dann habe ich ihm vorgesprochen, musste ich ihm vorsprechen. Und ich hatte da keine Lust. Und dann sagt er, erzähl doch mal einen Witz. Und dann habe ich irgendwie ein paar schmutzige Witze erzählt. Und dann war alles gegessen. Und dann sagt er, pass mal auf, wir machen einen Vertrag. So, ja, mit der Schauspieler brauchst du doch gar nicht. So nach dem Motto. Dann habe ich aber klugerweise auch schon mit Klaus gesprochen und mit dem Otto Wilhelm gesprochen. Das war der Chef von der Schauspielschule. Und der erklärte mich als erster, der war sehr revolutionär damals. Waren ja so die 60er Jahre, ne? 70er Jahre. Der klärte mich auf und sagte, lass es zahlen, der beutet dich nur aus. Und ich habe auf den gehört und das war auch gut so. Ich habe dann alles gemacht, Fechten, Sprachgymnastik, alles, super Lehre gehabt. Ja. Und nach anderthalb Jahren hatte ich ja, und dann zwischendurch, nach einem Jahr kam nochmal vom Schauspielhaus, ich wollte dann freies Theater sofort machen, nichts damit bürgerliches Theater. Und da habe ich die Grütze kennengelernt, Rote Grütze damals, die ist durch Deutschland mit ihrem Aufklärungsstück, ne, ja, gefahren und die ganzen linken Lehrer haben die eingeladen. War gut. Und war eine Frau drin, also eine Schauspielerin, das ist die Helma, die ist leider auch verstorben. Ja, da hatte ich mich verliebt auch noch und dann wollte ich ab nach Berlin und ich wollte als freies Theater machen. Und wann in diesem Zusammenhang hast du denn dieses Theater gegründet, 75? Du hast ja dein eigenes. Ich habe dann das freie Theater Kohlenpott in Bochum gegründet. Genau. In Herne erst in Herne, ja, mit dem Dirk Sperzberg, der den Klaus auch kannte, ein Schriftsteller, der dann nach Münster gegangen ist, dort seine Stücke geschrieben, den habe ich da vermittelt damals. Da gab es schon die freie Szene, fing so an. Ja. Und da hatte ich mich engagiert. Das wäre sozusagen so ein Dinosaurier der freien Szene schon dann nach 10, 20 Jahren war ich schon dann. Und hat ja letztes hat ja vergessen. Hat sie fast vergessen. Ja, was soll ich sagen? Ja, das kam dann da später. Ne? Dann bin ich nach Berlin gegangen, noch, habe noch bei den Theatern gespielt, andere Teil Oberhaus, habe so kleine Kurven gemacht. Ich habe mich weitergebildet, das war ja damals innen, auch bei Lehrern, dass die jonglieren lernten in einem Kurs oder Theater spielen. Und ich hatte gute Leute kennengelernt, den Bol aus Brasilien, Bolivien, der das Theater, Straßentheater erfunden hat, also provokatives Straßentheater. Viel gelernt, da habe ich auch schon damals den Heiner Müller kennengelernt. Ne? Ja, Willi, Theater und Fernsehen und Kino sind ja immer noch verschiedene Felder, die du beackert hast. Du warst ja jetzt nicht nur im Theater, wo du sehr erfolgreich warst. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Theater, Fernsehen, Kino? Was war für dich am spannendsten? Also eigentlich mag ich Film total. Ich bin Cineast, also ich kenne mich total aus. Ich kenne mich wirklich. Ich habe so viele Filme, meist 20er, 30er Jahre, auch noch die richtigen guten Schwarz-Weiß-Filme. Also das ist einem eine Liebe, aber selber drehen ist die Hölle. Und gerade heute will ich gar nicht davon reden, wenn ich die ganzen Formate sehe. Ich hatte das Glück, dass wir noch eine Serie hatten, jetzt war 40 Jahre RTL, da haben sie Kemper nicht genannt, werden sie auch nicht machen. Ja, die Schlawiner. Und haben sich dagegen seitlich geleckt, ne, und abgeleckt, wie toll sie da alle waren, ne, die ganze Scheiße, die sie dann produziert haben in 40 Jahren. Ne? Also, das war garantiert nicht. Also ich habe mein Geld verdient damit, das war klar, ich habe freies Theater. Aber Paco ist ganz wichtig zu erwähnen, der zweite Mann, der kommt dazu. Da und die schönste Zeit war eigentlich immer im Paco auf der Straße und als Clown, Paco und Willi. Das war, und dann habe ich das Stück Hallo Taxi geschrieben, das ist genial. Das spiele ich ja momentan mit dem Rupert Seidler, auch ein ganz toller Schauspieler, der in Mülheim schon 20 Jahre bei Tschulli ist. Und wir haben uns jetzt gefunden als Ruppi und Willi, ja, und spielen die letzte Leseprobe. Wir heißen Theater am Tisch, wir sind alt, sitzen am Tisch nur noch und spielen am Tisch. Bei der Leseprobe sowieso, erst sind wir noch aufgestanden und sagen, weißt du was, bleib sitzen, wir spielen das ganze Stück nur am Tisch. Und dann sieht man noch Ausschnitte, die letzte Leseprobe. Ja, das ist so ein schönes Werk noch geworden. Ich habe ein Jahrzehnt, der Paco gestorben ist, vor 7, 8 Jahren, habe ich gesagt, was soll ich da jetzt noch machen? Jetzt werde ich alt und ohne Paco, das geht doch nicht. Und jetzt sind wir doch in unserem Höhepunkt des Clowns. Verdammte Scheiße, warum bist du gestorben? Ja,
Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht mit einem anderen spielen, hallo Taxi, das geht gar nicht. Und mit dem Rupert sowieso nicht, der ist eine halbe Leiche. Ja, der Paco, der hüpft da ja rum, der macht Pantomime, der war noch immer, ist vor dem Tod. Ja, dann hat er leider einen Schlag im Kopf gekriegt. Und du hast es gerade angesprochen, lieber Willi, dass RTL zum 40-jährigen Jubiläum die Camper ausgeklammert hat, ja, was ich sehr bemerkenswert finde, weil diese Sendung ja 7 oder 8 Staffeln lang Zehn Jahre. Die ersten waren ja andere, die haben nach dem ersten Staffel, nach der ersten Folge, also Staffel, sind 11 Staffeln gewesen. Ja. Die erste, und dann kam Benno, Willi. Mhm. Ja, die haben das ja einmal aufgebaut über den Benno. Mhm. Ja, und die hatten damals einen Regisseur, den habe ich auch nach 1-2 Jahren, haben wir uns gecancelt, weil der war unmöglich, fand ich. Weil ich hatte eine ganz andere Vorstellung von Komödie. Da war ich aus dem Clownsgeschäft und da geht ja immer Schnitt, noch ein Inter. Und du konntest ja eigentlich gar nicht spielen. Da habe ich gesagt, Kinders, hier eine Zweier, einmal den Gag hier, fertig, ein Pick-up, fertig. Und der, zack, zack, da warst du den ganzen Tag nur am Drehen. Und das haben die Ersten, haben das nicht mehr gewollt. Mhm. Ne? Da sind die nach Hause gegangen und dann hat der uns gekriegt. Aber da hat er den falschen Benno gekriegt. Mhm. Ich habe den nur noch Psycho getauft, fürchterlich, so ein Hesse, fürchterlich. Also es war alles, also was da manchmal mit Sachen. Die haben aber dann immer wieder, die sahen, das kam gut an, ne? Und so konnte ich machen. Ne? Und dann habe ich auch immer das Heft irgendwo in der Hand genommen. Wir hatten auch tolle Kameramänner, da habe ich viel gelernt von. Das war schon ganz gut dann. Und da gab es aber auch immer wieder eine Frau, die war ganz schwierig, fürchterlich. Also da erlebst du ja auch Sachen beim Film, da laufen so viele Kranke rum, ich will ja nicht behaupten, dass ich ein Gesunder bin, aber da laufen so viele Kranke rum, ja. Von der Eitelkeit bis hin, ja, ich bin jetzt hier der Chef und so, weißt du, fürchterlich. Nein, so geht das nicht. Aber Film überhaupt ist wie Zirkus. Ja. Da ist der Zirkusdirektor, der bestimmt alles, ja, und der muss es bestimmen. Das ist es so. Das ist halt so. Deswegen lebt es auch immer über die Regisseure, die Großen, ne, oder die großen Stars. Und dieses ist nicht meine Welt. Im Theater geht es doch noch anders zu. Aber da ist auch die Regie immer des Zirkus, also des Intendanten und so. Dagegen war ich immer. Aber ich war, glaube ich, als ich mein Theater gegründet habe und die Leute ja dann auch ausgesucht habe, ist das eben so, dass du eine Idee hast und die willst du durchbringen, ja. Okay, ich habe immer mit Leuten auch gearbeitet, die konnten auch alle mitarbeiten, habe da viel mehr, sag ich mal, Demokratie gibt es da nicht. Und das Schönste ist eigentlich malen, die Künste selbst, Gitarre spielen, Musik machen, allein oder in einer Band, das geht noch eher, aber auch geht ja auch nicht, haut ja auch nicht immer hin. Ne? Es gab Filme wie Manta Manta, dann Knocking on Heaven's Door. Ach Gott. Natürlich Ballermann 6 und gar nicht zu vergessen, Bang, Boom, Bang. Und diese Filme haben ja letzten Endes zusätzlich zu den Campern Willi Tomczyk zur Kultfigur gemacht. Ach, Kultfigur, ich mag den Begriff nicht. Heute ist alles Kult, ja, das Scheiße ist Kult. Ja, nichtsdestotrotz sind Leute extrem wild drauf, Willi Tomczyk ja, ist Kult. Ja, das ist eben so, wenn die Menschen... Wie und wann hast du das wahrgenommen? Und wie ich die Frage wollte ich ja schon gar nicht stellen. Sag ich dir ganz einfach, kann ich dir sagen, wann. Und zwar, als es anfing... Noch vor Camper hat der Sönke Wortmann, mit dem hatte ich ja einen ersten Film gemacht, und als Dankeschön hat er mir die Werbung für BVB gegeben. Ich war ja Werbung für BVB und Nike gemacht. Ja. Und da bin ich zum ersten Mal, da habe ich gesagt, ach ja, das war dann nur eine Werbe, so ein kurzes Ding, war lustig, ja. Und ja, und dann wurde das gesendet, aber immer nur zu RAN damals, oder was das war. Ne? Zum Fußball. Aber nicht zum, ne, also Dortmund, da kannten mich dann schnell, ne, weil ich wurde immer ausgestrahlt. Und das war auch ganz lustig. Und dann habe ich die ganzen Panneköpfe da, der Möller und so, kennengelernt. Das habe ich auch über die lustig gemacht, durfte ich auch. Und da habe ich gesagt, danach, als das dann los, da sagte ich zum Sönke, da sagt der Sönke, warte mal ab. Ja, und dann ging es ab. Nach einem Jahr aber erst. Sprach dich jeder auf der Straße an, weil dann kam Camper auch an. Die sind darüber gekommen, so geht das dann. Bap. Ja, und dann habe ich gemerkt bei Camper, ja, dass das ankam. Ach cool, das ist eher, je älter du wirst, weißt du, bist du noch mehr Kult. Ne? Und bitte ein Foto noch, bitte, bist du die Größte für mich? Ja, sicher, was denn? Also ist natürlich auch heute wieder einkaufen und ich habe immer so vor, mein Freund glaubt mir das nicht. Ja, also ist ja nicht dein Freund, dann solltest du den mal tauschen. Ja, wenn mein Freund mir nicht glaubt, dann gehe ich weg von dem. Zu dieser Zeit, wo du gerade diese Nike-Geschichte ansprichst, gab es dann auch dein Schallplattendebüt. Und die habe ich in meinem Fundus gefunden, witzigerweise, und die werden wir heute verlosen, ja, unter schön, den Zuschauern. Ja, schön. Die wirst du nachher noch signieren. Das ist nämlich diese hier.
Wo ist die Kamera? Kowalski, das ist aus der Werbung. Ne? Also der, aus der Nike-Werbung, ne? Ja, daraus genau. Kam dann einer zu mir, der hat auch mal einen Bekannten gemacht, so hochgebracht. Ne, den Dieter Krebs hat er gemanagt. Den Dieter Krebs, und das war ein Freund von mir, der Dieter. Ne? Ich habe mit Dieter, das ist schön, der war in Bochum. Und da habe ich schon Musik gemacht und dann habe ich mit einem von Sisters of Mercy, der hat die Musik gemacht. Nein, die Musik war von mir. Die war dann ein Rock'n'Roll, einfach so ein Ding. Das Wichtigste ist, dass ihr Fußball spielt und nicht, das war der Kurs, nicht nach Millionen schießt und bebleibende Kasse und ich rappte da. Genau. Ja, bebleibende ja, ich kann das auch noch. Ich drei schöne Tracks drauf, du signierst die nachher und die werden wir verlosen. Und wer sie haben möchte, der braucht einfach nur eine E-Mail schreiben an meine E-Mail-Adresse, die wird gleich eingeblendet. Und cr@cr-cr.de kann man sich eigentlich ganz leicht merken, aber der liebe Jochen wird das nachher noch einblenden. Einfach eine Mail schreiben, ihr möchtet die CD haben und dann ist das eure. Lieber Willi. Ja. Das haben wir jetzt alles abgefrühstückt, deine ganze Karriere, die Kultfigur, die du nicht gerne hörst, aber es ist halt so. Vor allen Dingen, wenn man mit Leuten spricht und sagt, ja, ich habe den Willi Tomczyk im Interview. Oh, Willi Tomczyk, geil. Ja. Irgendwann kam der Break, dummerweise. 2004 kein schönes Jahr für dich, ich sagte, was das Problem ist, ein kleines Problem. Warum ich bin jetzt den Fans nicht böse, um Gottes Willen. Hm. Ich habe ja auch davon, ich sage auch immer Dankeschön und mache ein Foto, weil ich immer sage, immer, immerhin habt ihr mir meine Rente ermöglicht. Ne? Es ist eben so, dass du wie ein Philosoph im eigenen Land überhaupt keine Stimme hast, weißt du, wie man es immer so sagt. Aber ich bin ja auf einer anderen Ebene tätig. Auf der Kunst, Gedichte, Schreiben, Stücke, Malen, Musik und dann auch nicht 0815 Texte. Mhm. Und das ist eben die alle mich als Dings, ne, wenn die mich so feiern würden für das, was ich da mache, da würde ich die knutschen, da würde ich alles für die machen. Für die, weißt du, eigentlich, du wirst für etwas geliebt, in Anführungsstrichen, ja, oder bist du, was du eigentlich gar nicht so, was dir eigentlich gar nicht so viel bedeutet hat. Mhm. Ich stehe dazu, ich mache das nicht müde, ich fand im Nachhinein die Serie auch, wenn ich das sehe, was heute läuft, Familienserie gibt es nicht mehr, sagen auch die Fans. Eine ordentliche Familie, da gibt es nur Sackkratznummern, ja, und immer ein Witz gegen den anderen und jede junge Kabarettistin, ach, sind ja keine Kabarettistin, machen blöde Witze im Sekundentakt, ja, ja, und Pussy-TV und wie die alle heißen, das ist ja alles, das ist so inzwischen so grottenschlecht, wie die Werbung noch schlimmer geworden ist, ja, also da kann ich immer nur, ich kann gar nicht so viel gucken, wie ich da kotzen muss. Muss man ehrlich sagen, ne? Das ist so unterirdisch, diese Unterhaltung. Da versteht man den Satz, was in Unterhaltung wieder drinsteckt. Unten halten die Leute, schön unten halten. Haltet die Fresse, glotzt den ganzen Tag und bezahlt für den Konsum. Also mehr ist es nicht. Wenig Anspruch. Ja, Anspruch. Das Wort Anspruch ist schon eine Beleidigung für das Wort. Aber du sagst ja gerade, die Leute würden dich jetzt für die aktuellen Sachen nicht so lieben. Ich habe ein Stück von dir besucht, das heißt, ich danke allen für nichts. Ein besinnlicher Abend. Das habe ich gesehen und da war die Bude voll. Ja, das lief auch ganz gut. Ich werde das auch wieder spielen, weil ich da in Diskussion komme mit jungen Menschen, ja, die auf die Bühne am Schluss kommen und wir reden über die digitale Krümmung. Und am Ende, ich habe das ja schon vor 15 Jahren gespielt. Und dann gegen Ende, bevor ich nach Wuppertal und zum letzten Mal, da war auch voll. Und dann kamen junge Leute am Schluss immer mehr auf die Bühne. Vor immer, weißt du, das war für die toll und dann moppelte einer rum, digital, Kacke und so, weißt du. Mhm. Aber da kamen junge Leute und das war lustig. Weißt du, was die mir erzählten? Hör mal, Willi, das ist super, das ist super, alles richtig, kenne ich ja, ich hänge ja auch dran. Sagt er, aber meine Schwester und mein kleiner Bruder, ne, die solltest du mal sehen. Die sind 5, ne, hör mal, die sind schon bei Insta, die beschwerten sich über ihre kleinen Schwestern und Brüder, wie schlimm die schon sind, ja. Mhm. Ja, das fand ich dann sehr traurig eigentlich eher, aber ich musste trotzdem lachen, ne. Ja, das ist das mit dem Kult, das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt sage, nee, danke, brauche ich nicht, sondern ist okay, ja. Aber diese Geschichte mit diesem Fortschritt und dieser digitalen Krümmung, ja. Du nutzt Facebook aber zum Beispiel auch. Ja, was willst du mir jetzt damit sagen? Mir sagen, du Idiot, bist du auch da drin? Ja, natürlich, ich komme ja sonst überhaupt gar nicht, kann ich ganz abtreten. Ja, genau. Aber ich mache da eigentlich nichts. Ne? Ich mache außerdem, ich biete an, kommt in mein Theater oder liest mal das Buch oder guckt euch mal was Vernünftiges an. Oder ich stream Gedichte von mir. Ja, dann weiß ich, dass ich da das mache, was ich mache.
Ansonsten wird es nicht mehr lange dauern, dann schalte ich mich daran aus. Was soll ich das? Was soll das noch? Ich lese jeden Tag digital Zeitung und dann alles so mal durchgucken, ist das überall dasselbe. Und überall nur Lügen und überall nur Schmutz und Lärm. Dieser digitale Lärm ist nicht mehr zu ertragen für mich, je älter ich werde. Da gebe ich dir recht. Das ja, und es wird der Tag kommen, da wirst du mich wahrscheinlich nur noch über Telefon erreichen oder über Briefverkehr, weil ich brauche das nicht. Obwohl bei Briefen ist es ja auch schon so. Vielleicht zum Abschluss des Themas eine kleine Geschichte von Franz Kafka. Der Kafka hat Liebesbriefe geschrieben, eines der schönsten Liebesbriefe in der Geschichte der Liebesbriefe, mit Milena, mit seiner Freundin oder Frau. Und die waren weit auseinander. Und eines Tages gegen Ende der Briefe schreiben, da schrieb er ihr einen der letzten Briefe und sagt: Weißt du was, Milena, wir sollten das mal sein lassen mit den Briefe schreiben, das bringt nichts. Wer hat eigentlich erfunden, oder wer hat geglaubt, dass man mit Briefe schreiben Menschen erreicht? So nach dem Motto sagt er. Nee, man kann einen Menschen in der Nähe fassen und in der Ferne denken. Alles andere geht über Menschenvermögen. Was würde der heute sagen? Kafka hat schon damals gesagt, Briefe schreiben als Medium. Nee, er sagt, er schrieb dann noch, unsere Küsse kommen nie an. Und unterwegs werden sie von Gespenstern getrunken. Unsere intimsten Gedanken, die wir uns gelegt haben, werden unterwegs, gehen die an Gespenster. Und da hat er mit einer ungeheuren Vorsehung gesehen, das ganze Netz ist ein Gespensterding. Ja? Das sind nur Gespenster, die das nehmen. Und die trinken uns aus. Ja? Die trinken uns aus, die benutzen das. Ne? Wenn man das heute sieht, in dieser Datenwelt, ja, das ist ja der Dataismus, Dateismus nennt man das ja, wir beherrschen, da gibt es auch gar keine, und ich kenne die Frage immer dann an mich, aber du hast doch auch ja, junge Leute, ja, das ist ja, habe ich ja, schäme ich mich auch nicht für, ich bin auch nicht grundsätzlich gegen das Digitale. Wenn ich Chef wäre, würde ich morgen alles Digitale, außer in ganz bestimmten Bereichen, Krankenhauswesen, Wissenschaft, also da gibt ja Bereiche, wo man sagt, naja, da hilft es uns ja wirklich. Ansonsten KI weg damit und auch nur dann so. Also es gibt eine Möglichkeit und es wird irgendwann sowieso kommen. Weil wenn es so weitergeht, werden wir froh sein, wenn wir überhaupt irgendwann mal Strom haben, um Licht anzumachen. Ja? Also davon bin ich fest überzeugt und darauf arbeitet momentan alles zu. Ich kenne mich in der gesamten Literatur aus. In Amerika gibt es inzwischen wahnsinnig gute Studien dazu und Berichte dazu, zur digitalen Welt, was da passiert mit uns. Wir wissen ja noch nicht ganz genau, was wirklich mit uns passiert, jetzt auch durch KI. Wir nehmen einfach Dinge, als wenn du, ich gebe dir das jetzt hier und sie sagt, trink das mal, das ist super für dich. Und ich sage, was ist das? Musst du nie wissen. Genau das machen wir jeden Tag. Hinzu kommt die Bosheit von uns, der Neid und dann vor allen Dingen eins. Und deswegen Klaus mir diese Demut beigebracht hat, dieser Narzissmus, dieser gesellschaftliche Narzissmus, der ganz früh schon Kindern eingeimpft wird. Ich nenne das die Ichi-Welt. Ja, ich und dann kommt nochmal ich. Früher kam nochmal der andere, aber heute kommt nur noch ich. Und das ist das Problem. Und da predige ich inzwischen, gehe ich auf die Straße wie Sokrates und spreche junge Leute an. Ja, letztens wunderbar, mal eine wunderbare Dreiergruppe beim Chinesen entdeckt, im Imnis. Die saßen da 16, 15, 14 und unterhielten sich übers Angeln. Ich saß daneben und ich sag, klopf an und sag, entschuldigt mal bitte Jungs, er redet übers Angeln, macht einen Angelschein und so. Wie kommt ihr denn da drauf? Und sagte der Älteste, unser Opa hat uns da drauf über. Sag ich, super Opa, sagte mal einen schönen Gruß von mir. Super, hat er richtig gut gemacht. Und dann kam ich ins Gespräch. Und dann fange ich immer langsam an, wie viele Stunden am Tag, wie viele Stunden in der Nacht? Meine Grundfragen am Anfang, also Handy, wie viele Stunden? Und da kannst du mal sagen, da kann ich dir mal erzählen. Das ist ein abendfüllendes Thema. Da wollen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Das deprimiert mich auch meistens immer nur. Und da kämpfe ich wie Don Quixote gegen. Inzwischen noch, es wird sich ändern. Es ändert sich ja schon. Dass Leute auch sagen, nee, ich will das nicht mehr. Wir müssen nochmal weg. Es wird jetzt noch ein bisschen finsterer, weil ich habe es gerade ja schon angesprochen. Das Jahr 2004 war ja für dich kein sehr schönes Jahr, das 2005 auch nicht. Auch der Sommer war ganz gut. Ja. Da gab es ja dann diese Vorwürfe gegen dich und hat dich ja quasi aus der ganzen Geschichte raus katapultiert. Ja, um es kurz zu machen, dann kam ich vor Gericht und am Schluss, nach 7 Wochen,
vor allem Bildberichterstattung, die dich dann schon wirklich an den Pranger gestellt hat als Kinderficker. Ja, das können sie gut. Das können sie gut, ja, das konnten sie sehr gut. Ne? Und der Richter dann später mal so, ah, Tom, Jay, die hätten da doch am Anfang sofort so den Deal eingehen können. Dann werden sie davon, ja, sie, nein, ich habe gekämpft, und aber ich bereue, dass ich nicht weitergemacht habe, den Deal angenommen habe. Sexuelle Nötigung im minderschweren Fall, habe ich mir gesagt, naja, gut, das ist ne, minderschwerer Fall. Und dann Bewährung und Geldstrafe, eine ordentliche. Ne? An so einen Vorwurf kommt man heute ja leider Gottes ziemlich schnell dran. Ne? Naja, inzwischen hat sich die Zeit dazu, das hat sich ja vervielfacht, was da passiert. Das sehen wir ja momentan. Ne? Einen Schritt daneben. Wenn du überlegst, was alles in 60er, 70er möglich war. Nicht, dass ich das gut fand. Ich habe mein Verhalten zum Teil mich geschämt für manchmal. Das sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ich habe auch nach dem Prozess gesagt, was, nur so eine leichte Strafe? Naja, wenn ich zurückkomme, habe ich mehr verdient. Nein, sage ich auch ganz ehrlich, das war auch macho-mäßig drauf. Das war halt. Ne? Aber es ging, es war lockerer. Ja? Es war eben nicht so, weißt du, die bösen Sachen, ich sag mal, die wirklich schlimmen Sachen, ja, die passierten schon das ganze Leben unter Menschen. Ob das Kindesmissbrauch ist oder auch Schläge. Und auch ich selbst habe das ja erlebt im Grunde. Aber es steht auch in dem Buch, wird das erzählt, meiner Mutter. Wie kam es denn überhaupt dazu? Was ist denn da überhaupt konkret vorgefallen, dass die Das war eine junge Frau, ja. Ich war mit einer mal zusammen. Die ist dann in mein Theater gekommen und die hat dann irgendwann, ich weiß, dass sie einen Schaden hatte, da waren wir einmal in der Kiste, um es ganz klar zu sagen, es war nichts, ich roch, die ist krank, ja, und die war krank, die hatte Bulimie und habe ich Finger von gelassen, ja, wir haben nie was gehabt, nie irgendwie Sexualität erlebt. Und die ist dann in mein Theater gekommen und war Schauspielerin, war alles gut, ich habe die total gemocht, die machte Musik, die war begabt, die lebte bei meinem Stiefvater, bei Stiefeltern, ne. Hat dann nachher geschrieben im Brief, dass der Vater mal an ihr dran war, also der Stiefvater. Das hat dann wieder zu. Also, es war, ich hätte, wäre da auch durch und ging und sie hätte Nein gesagt. Aber hat sich selber aus. Also, es ist eigentlich so, wenn man das liest, denkt man, mein Gott, jetzt, ich muss den nicht kennen. Also, das stimmt doch irgendwo alles nicht. Dass da Gewalt war, im Grunde nicht gespürt, hat sie selber gesagt. Ja, es ging nur um dieses Nein. Ja, und daran hang sie alles. Die anderen Vorwürfe, die waren alle lächerlich. Die waren wirklich lächerlich. Und das kann ich auch belegen. Aber darum geht es. Ich will nicht in die Details, ich will mich auch nicht verteidigen. Es ist passiert und sicherlich habe ich auch meine Schuld daran. Also ich habe da auch, man sagt dann immer schön Fehler. Nein, ich habe da auch Scheiße gebaut irgendwann. Habe ich gemerkt, da bin ich zu hochnäsig gewesen. Nichtsdestotrotz wirst du medial hingerichtet und die Medien lernen daraus ja auch nicht. Du bist ein Paradebeispiel, der Kachelmann ist ein Paradebeispiel, Till Lindemann ist ein Paradebeispiel. Ach, ich will gar nicht in diese Liste rein. Das ist, ja, nichtsdestotrotz ist es ja passiert, ja. Denn es hat ja dein Berufsleben komplett verändert. Ne? Nö, es hat nicht verändert, er hat meinen Beruf finito gemacht. Ich kriege keine Aufträge, beim Film sowieso nicht, Hörfunk gar nichts. Und ich war ein begehrter Schauspieler auch und auch im Hörfunk habe ich viel gemacht und gerne gemacht, wissen die. Nö, da hat sich keiner mehr gemeldet. Auch aus der Szene hat mir keiner geholfen, ganz im Gegenteil. Aber die ganzen, ich sag's dir jetzt ganz klar, es sind nicht die Menschen, es ist nicht das Volk. Die schreien auch mal über die Straße, guck mal, da geht er. Das klar, das kenne ich, das tut mir auch nie weh, das ist Fütfener. Das ist momentan, wenn du so 70 Jahre alt wirst, dann gucke ich noch immer, dass jeder Tag, den ich lebe, eigentlich einen Sinn macht und nicht nur so ein Dahinsiechen ist, in irgendeinem Heim auch. Das will ich nichts gegen Heime sagen, vielleicht lande ich auch irgendwann auch mal da drin. Aber es ist auch nicht eine Erinnerung. Die Erinnerungen sind Scheißdreck wert, sag ich dir ganz ehrlich. Da bin ich auch wie Nietzsche. Die Erinnerungen bringen gar nichts. Das Einzige, was bringt, ist der morgige Tag, die Zukunft, in die Zukunft zu schauen. Egal, ob du krank bist oder ob du den, sondern noch immer dich daran festzuhalten, was du noch leisten kannst. Leisten im Sinne nicht von Leistung, sondern von dem, was einen Sinn macht. Und für mich hat immer die Kunst einen Sinn gehabt. Ein Abenteuer, wie ich an dem Buch dann schrieb. Ja. Ein Abenteuer. Und wir sind verdammt dazu, nur über Abenteuer und über andere Menschen, die wir kennenlernen, unser Leben sinnvoll zu kriegen. Die Liebe. Und es gibt nur zwei Begriffe, und da bleibe ich beim Hippie. Love and Peace. Liebe, deswegen habe ich John Lennon so geliebt. Ja? Und liebe ihn auch immer. Und sein Lied, das haben wir auch drauf, der Norbert Müller und ich, oder ich kann das auch so singen, ne, das Working Class Hero ist eines meiner liebsten Lieder.
weil er da auch beschreibt, die Jugend, die Kindheit, also wie ich, der ist ja auch so groß geworden und so. Ja, und ich habe immer noch und da gehe ich meinen Sohn mit auf den Nerv, meiner Ex-Frau, ja klar, wenn ich anfange über die digitale Krümmung, ah, jetzt kommst du wieder da mit, ja, soll er auf den, ist mir scheißegal, das ist mein Leben. Jedenfalls weiß ich, was ich da sage und ich streite mich gerne. Ich streite mich unheimlich gerne. Streit ist wunderbar. Und wenn man mal irgendwann begriffen hat, durch Klaus auch, dass der Schmerz, wenn man das in der Philosophie nennt, ja die Via Dolores, ja, also der Schmerz, den Weg des Schmerzes geht, so wie Jesus, der Kreuzer. Ja, und ich meine, jetzt älter, wo ich bin, sage ich, okay, ich trage es gerne. Ist doch in Ordnung. Es motiviert mich ja. Es ist die Motivation zum Leben. Was ist Leben? Das ist doch die große Frage. Aber wer stellt sich diese Frage überhaupt noch? Und es ist auch schwer, sie zu beantworten, es ist schwer, sie sich zu stellen. Weil man kommt vielleicht ganz schnell, wenn man in sich schaut, in eine Hölle hinein und blickt in einen Abgrund in seinem Leben. Und wer will das schon? Wer will schon sagen, dass mein Leben ein reiner Abgrund des Irrsinns war und des Nichtsnützigen? Und so muss jeder etwas finden. Und da gibt es Möglichkeiten. Egal, ob man Künstler ist oder ob man Handwerker ist oder irgendwas, das hat damit nichts zu tun. Ne? Das hat nur damit zu tun, und da gibt es dieses wunderbare Buch, Sisyphus, ja, von dem Französischen, der mit diesem Buch mich auch so gepackt hat, wo er sagt, pass mal auf, es ist ganz einfach, du musst zusehen, dass du das tust, was du machst. Dass du das liebst, auch wenn es nicht gut ist. Also auch wenn es schwer ist. Also ein Müllwerker oder so. Du musst versuchen, deine Arbeit, wie der Sisyphus, den Stein immer wieder auf den Berg auf. Und dann rollt er runter. Und er geht immer wieder runter und hofft, dass er irgendwann da oben liegen bleibt. Ja, den Weg bist du ja gegangen. Ja, den Weg, den gehe ich auch noch immer. Und das ist die einzige Möglichkeit, um das zu ertragen. Und wenn Leute sagen, Hauptsache du hast Spaß. Spaß ist keine Kategorie fürs Leben. Ja, natürlich Spaß, aber was heißt schon Spaß? Das ist so ein Wort, mit dem wir auch hier, das ist so ein Konsumwort, ne? Hauptsache Spaß. Ja, das ist, da hau ich mir noch einen drüber, ja, wir gehen noch einen Puff und dann habe ich Spaß, ja. Also, um Gottes Willen. Nein, also. Wie gesagt, diese Sisyphus-Arbeit, die hast du ja seit 2005, oder machst du seit 2005, schreibst Bücher, du machst Musik. Das darf man nicht vergessen. Ganz wichtig, ja. Du hast eine CD gemacht, die heißt No Blabla. No Blabla. Und da möchte ich dich bitten, noch ein Lied draus vorzuspielen, noch, bevor wir hier diese Sendung beschließen, dass du daraus noch ein Lied vorspielst. Ja, ich würde Neues jetzt spielen. Ja, oder so. Ja, ganz gerne. Das ist vielleicht fast das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht auch passender zusammen. Ja? Mhm, okay. Ja, also das andere von der. Ach ja, zur Heimat wollte ich noch einen schönen Satz sagen. Erzähl. Der mein Satz geworden, den habe ich mir dann zu eigen, mache ich mir den. Die Mascha Kalecko, das ist eine Dichterin gewesen, die hat zwischen 1907 und 1975 gelebt, war Jüdin, hat sie in Deutschland, ist abgehauen, dann war sie in Amerika hat dauernd nur Unglück erlebt, hat wunderschöne Gedichte geschrieben, war auch 30er Jahren, war sie auf dem Höhepunkt, dann kam Hitler und dann weg. Und diese gute Frau, die habe ich gelesen, jetzt erst entdeckt. Und daraus habe ich aus einem Gedicht habe ich ein Lied gemacht, das heißt auch noch kein Kinderlied. Und dieses Lied hat mich so betört, dieses Gedicht, ja. Aber ich wollte von der erzählen, ich habe dann viele Sachen von ihr gelesen, Gedichte. Und ein Gedicht, das sie am Anfang geschrieben hat, ihrer Karriere als Dichterin, da ist ein letzter Satz. Als ich an dem war, sage ich, da bin ich umgefallen, habe ich gesagt, Das ist es, du hast auf den Punkt gebracht. Da berichtet sich über ihre Kindheit und alles, was sie erlebt hat, ist ziemlich schrecklich. Ja? Und am Schluss schreibt sie den Satz, zur Heimat erkor ich mir die Liebe, da war es um mich geschehen. Das nehme ich aus. Dieser Satz, auch wenn einer von Heimat sagt, pass auf, gibt eigentlich nur einen Satz von der Kalecko. Den spüre ich, den kann ich nachspielen, mal Heimat, ja, und wir im Ruhrgebiet und wir aus Köln und die Berliner und jetzt sind die Person. Nein, es gibt nur eine Heimat und die heißt Liebe. Als zur Heimat erkor ich mir die Liebe, ist doch wunderbar. Mhm. Ja, das und so schreibe ich immer mehr Gedichte, weil ich immer mehr erkenne, dass Gedichte, das ist einfach, wenn man alt wird, sollte man wirklich Gedichte oder kleine Bilder malen, keine großen. Oder Lieder schreiben. Und da ist eines meiner Lieblingslieder inzwischen.
dieses Lied wird ich, den Text habe ich zum Teil gar nicht, ein Freund von mir, der Roland Gall, wenn er mich jetzt hört, Dankeschön nochmal für den Text und auch für das Lied, ich habe es ein bisschen dann geändert, auch noch Schlussdings gesagt, und das heißt, lass dein Herz für dich sehen und ist eigentlich dem kleinen Prinzen gewidmet und Song im Prix, mhm. Ja, weil der sagte ja den Satz der Sätze, ne? Für mich nicht er, sondern der Fuchs sagt den ja, ne? Der sagt, man sieht nur mit dem Herzen, das Hänger ist für den Schauspieler das Schrecklichste, ne? Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, genauso. Egal wo du bist, was du gerade fühlst, lass dein Herz für dich sehen. Lass dein Herz für dich sehen. Deine Fragen sind wichtig, manche Antworten nichtig. Lass dein Herz für dich sehen. Lass dein Herz für dich sehen. Und steh auf, geh deinen Weg. Steh auf, steh auf, steh auf und geh deinen Weg. Geh deinen Weg. Manche Wahrheit schmeckt fad, viele Lügen ganz zart. Lass dein Herz für dich sehen. Lass dein Herz für dich sehen. Sind Gedanken noch frei? Oder längst schon gefesselt? Lass dein Herz für dich sehen. Lass dein Herz für dich sehen. Und steh auf, geh deinen Weg. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf und geh deinen Weg. Geh deinen Weg. Egal wer du bist und ebenso was, lass dein Herz für dich sehen. Lass dein Herz für dich sehen. Egal wie du bist, bist immer nur du, bist immer nur du, bist immer nur du. Lass dein Herz für dich sehen. Lass dein Herz für dich sehen und steh auf, geh deinen Weg. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf und geh deinen Weg. Geh deinen Weg und lass dein Herz für dich sehen. Danke, Willi. Ja, wir bitte, könnten bitte mit dir noch 2, 3, 4 Stunden weiterreden, denn ja, es gibt so viel zu erzählen über dich und von dir. Ja, heute reicht ja. Aber heute reicht's. Ja. Sendezeit ist beschränkt. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Leute können ja schreiben, komm mir nur mal vorstellen, ne? Oder, nee, hat auch nur erzählt. Genau, wir können ja mal gucken. Ja, wie können wir sagen, nee, lass mal sein, ey, das Alphon war das gar nicht. Wie's Feedback war schon, ist. Das hat uns schon überfordert. Dann können wir ja nochmal eine Fortsetzung machen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass du nochmal wiederkommst. Ich danke, wie gesagt, fürs Zuschauen und verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Ja. Alle digitalen Gespenster, tschüss.